So, da sind wir wieder. Was geht denn ab? Wir sind immer noch an der gleichen Stelle, wie versprochen. Tja, großartig was zu erzählen. Wir haben eben ein Dungeon geklärt, aber da wart ihr ja höchstwahrscheinlich dabei. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter, denn ich habe Bock zu klatschen. Ja, mal los. Und hoffentlich kommt ihr lang. Hier gibt's noch irgendwelche Freaks. Hier gibt's eine Truhe mit massig viel Gold und einem goldenen Item drinnen. Nice. Ich auch, ich hab einen Gürtel. Jetzt muss ich mir gerade mal reinziehen. Einzigartiger Sockelbar. Schädel von Benzin. Ach, das ist, ich habe einen goldenen. Also du kennst doch diese Punkte, die man da reinsetzen kann, ne? Habe ich einen goldenen von gefunden. K.A. Ah, jetzt kann ich diesen. Aha. So. Ja, so einen goldenen habe ich auch schon gefunden. Aber ich habe einen goldenen Gürtel gefunden. Ganz gut. Aber kann ich alles nicht tragen? Die ganzen guten Sachen. Ne, der ist besser. Die Hose ist schlechter. Gut. Da oben ist das Fragezeichen halt lang, aber lass hier nochmal clearen. Da bist du ja schon heiter dabei. Natürlich. Ich bin auch immer schneller als du. Ja, weil ich den Leuten ja auch ein bisschen was zeigen muss. Du kannst einfach laufen wie so ein kleiner Assi. Da unten ist auch noch eine Höhle. Auch dieses Mistvieh mit Gebrüll. Jetzt kritisch. Bam, bam, bam. Mann, wie ich es liebe. Ah, ich bin schon wieder gestiegen. Oh, ich auch jetzt. Geht eigentlich ziemlich schnell mit dem Steigen so. Heiltrank. Mana, Mana, Mana. Eisring, Elektroring. So, dann lass mal setzen, oder? Also ich spare mir jetzt diese Charakterpunkte nochmal eben auf. Mal gucken, ob ich die So. demnächst brauche, weil wenn man jetzt neue Waffen findet oder sowas, braucht man vielleicht, und ich erhöhe die Rage-Phase, braucht man nämlich vielleicht irgendwann mal ein paar Punkte, wurde mir gesagt. Und deswegen spare ich jetzt ein Level auf. Na gut, dann weiter. Oh, hier Warte kommen mal, wir warte mal, warte entlang. mal. Okay, dann geht's weiter. Ich habe zwei blöde Ringe gefunden. Warte, die muss ich eben auf meinen Mob. Oh, warte mal. Sehr hohes Angriffstento. Tento, Alter. Eisschaden. Ah, das ist eigentlich ziemlich geil. Ich tausche den Hammer damit aus, weil ich extra schnellen Damage, also schnelles Angriffstempo möchte, haben will, haben tun wollen. Ey, hier gibt's noch einen Dungeon. Lass mal hier runter. Du Freak. Ach, von hier kommen wir, lol. Sonst bin ich immer der, der die Peilung hat, Alter. Echt? Ey, hier liegt überall noch Gold für mich. So, dann mal weiter. Mach mal Damage, ey. Wer ich? Ja, du. Ich mach Damage. Ja? Bist du denn? Natürlich. Es fühlt sich so an, als müsste ich hier ganz alleine kämpfen, ey. Ja, Ah. klar. Lass mal hier nochmal gucken, bevor wir das Fragezeichen machen. Vielleicht gibt's hier noch was hier. Ja, jetzt greife ich nämlich auch schon viel schneller an. Jetzt boxe ich den ins Gesicht im Tempo, das ist unglaublich. Lass Zwei dich Wachen. gleich mal alleine, ne? Wenn du kämpfen musst. Ja? Okay, kann ich Ja. machen. Ich glaube, ich pumpe das auch alleine durch, ey. Jetzt Grüße warte euch. mal eben. Könntet ihr mir behilflich sein? Ich war mit dem Großregenten unterwegs zum Wachtwaldtempel, als wir getrennt wurden. Ich hatte gehofft, ihn im Tempel wiederzutreffen, aber die Tore haben sich hinter ihm geschlossen. Als ich ihn das letzte Mal sah, ging es ihm sehr schlecht. Ich fürchte, er könnte sich dieselbe Krankheit wie die anderen Esterianer zugezogen haben. Ich wollte durch das andere Portal im alten Esterianer-Refugium in den Wachtwaldtempel. Leider sind die Schlüssel gestohlen worden. Den einen haben Goblin-Bergmänner geraubt. Und wir glauben,
den anderen haben Sklavenhändler, die seit kurzem in der Gegend sind. Man braucht beide Schlüssel, um das Wachtwaldportal zu aktivieren. Und sie zurückzuholen, übersteigt meine Fähigkeiten. Holt den Hauptschlüssel Glutstein von den Sklavenhändlern zurück und den Zusatzschlüssel Glutstein von den Goblins. Damit könnt ihr das Portal im Refugium öffnen und den Regenten abfangen, bevor ihr den Wächter ansteckt. Hat der Typ nur vier Finger? Naja. Keine Ahnung, ich guck mich gerade an. Guck mal, was ich für einen Helm habe. Hab ich noch gar nicht gesehen, ey. Warte. Ja. Du siehst aus, ey. Guck mal mich an, Mann. Mit meinen Frostschwertern. Kabusch. Ins Gesicht. Okay, los. Sieh aus, ey. Mann, immer dieser komische Roboter. Wer soll das sein, ey? Keine Ahnung. Ach, aber da stehen auch immer die unverteilten Punkte, die man hat, ne? Jo. So, ich bin da. Wer noch? Mein komisches Ding ist auch da. Ja, ich bin noch nicht da. Ah, jetzt. Jetzt bist du da. Ja, dann wollen wir mal zu den Sternen und uns die komischen Schlüssel holen. Wegpunkt Portal. Rolle. Guck dir mal den an, ey. Komischer Schlitzer, ey. Ich schlitze ihn auf. Machen so kleine Wirbelstürme, was das sein soll. Oh, die machen Damage, fällt mir gerade auf. Die machen Damage, ey. Das sind für Viecher, ey. Ach, das sind Menschen. Ach, kranke Menschen, yo. Ich dachte gerade, was sehen die so komisch aus? Ja, die sehen ganz schön hässlich aus, die Dinger. Mit irgendwelchen Tentakeln oder was? Ekelhaft. Jetzt bin ich enraged, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Jetzt nicht mehr. Lol. Das war gut. Was war gut? Das, ich war gut, ne? Nein. Ach, ich will dich doch nur ein bisschen ärgern. Feueramulett, haltbar, dies, das. Hier ist noch ein Felsen. Oh, nix drin. Auch für mich aber. Ey, da unten ist der Stern. Wir müssen hier über diese... Oh, was bist du denn für ein süßes Ding? Ach, ihr seid Goblins. Ja, leider muss ich euch die Fresse polieren. Ist hier noch was? Nee. Wie immer dieses Blut spritzt, ne? Ja, ist doch gut. Immer übertrieben, das siehst du jetzt nicht mehr. Es geht immer noch ein paar Sekunden weg. Ja, wenn du die zerhaust, platzen die richtig, oder? Ey, wo kommen wir denn hier? Ach, müssen wir hier rein? Müssen wir? Nein, doch? Nee. Wo ist... Nee, da können wir gar nicht rein. Da unten ist was. Goblin, Beschützer. Wie komme ich da hin? Ach, da. Ja, und da laufen sie, ey, diese komischen Beschützer. Goblin Schlitzer! Der ist ein bisschen größer und hält auch was aus. Ich muss mal sein Schild zerschmettern. So. Ach! Da ist ein Portal. Nice, da gehen wir mal durch. Plock. In Mehrspielerpartien richten Monster mehr Schaden an. Mach's Licht an. Bestimmt ist es gut. Oh, ich bin enraged. Was geht da ab? Hä? Warum läuft denn schon weiter? Sind da noch Viecher? Ach, immer wenn man das Licht anmacht, kommen die raus, oder was? Ne, irgendwas müssen wir... Siehst du nicht diesen Altar da in der Mitte? Müssen wir die richtige Reihenfolge rausfinden, oder was? Keine Ahnung, Wahrscheinlich hat das mit dem Feuer zu tun. Ne, ich glaube, das hier ist der erste. Bam, guck. Dann leuchtet jetzt hier gleich so ein Ding. Bei dem Altar, glaube ich. Guck, jetzt leuchtet das. Ah ja. Und jetzt müssen wir rausfinden, welches das zweite ist. Ah, das hier ist das zweite. Merkt ihr das mal. Eins, zwei haben wir jetzt schon. Dann kommt bestimmt das hier. Siehste, bam. Mann, wie ich einfach OP bin. Bam, und schon habe ich es gelöst. Rätsel gelöst. GG, GG. Toll.
Oh mein Gott, leck. Oh, jetzt kommt ein Macker da raus. Das Netherscheuser. Ich bin gleich Enrage, dann kriegt er auf den Sack. Mann, der kriegt von mir schon auf den Sack. Jetzt krittig, jetzt gibt's auf den Sack. Ja, jetzt ich auch. Naja, was geht denn hier auf einmal ab? Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Voll cool. Und? Dabei war der gar nicht so schwer. Nee, der war easy klatsch, ey. Und hier sind noch Truhen. Hab ich auch schon gesehen. Ich muss aber erstmal alles hier einsammeln. Da ist noch eine Truhe. Boah. Ich kann mir gar nicht mehr hinterher mit mal einsammeln. Da hinten noch. Tja, das war schon mal gut, ey. Ich glaube, das war ein guter Gold-Push. Jetzt wollen wir mal sehen, was der so gegeben hat hier. Naja, das Schwert ist schon mal Bullshit, das kommt weg. Den habe ich ausgetauscht, die beiden Ringe sind kacke. Identifizierungsrolle. Ich habe immer noch keine Identifizierung. Wir müssen mal ins Dorf, da muss ich mich mal welche einpacken. Ich auch, glaube ich. Mein Gürtel ist auch kacke, glaube ich. Ich brauche mal einen neuen, ey. Knüppel, zweihändig. Seuchenstab, och lol. Gut, ich habe einen Gürtel, einen seltenen Gürtel, aber der muss identifiziert werden. Ansonsten war nichts Großartiges für mich dabei. Ja. Bist du ready? Ja. Ich höre dann wieder zurück. Hast du dir denn schon was gekauft? Nee, ne? Nee, was soll ich mir gekauft haben? Weiß nicht. Ich hab ein bisschen Gold habe ich in der Tasche, ey. Ich weiß gar nicht, irgendwas um die 17.000 Gold. Ich weiß es auch gar nicht, ich habe auch gar nicht drauf geachtet. Ja, ich könnte meinen Typen auch mal wegschicken, oder? Ja. Lohnt sich das schon? Den Typen? Euer Begleiter ist fortgegangen. So, mein Begleiter ist jetzt abgehauen. Ja, mein Typen. Hier oben hin oder da unten erst? Hier ist noch ein bisschen was. Alter, wie schnell ich zuhaue, ne? Mit dem Hammer war das echt um einiges langsamer. Ein K.A. Hier geht's irgendwie. Ich weiß nicht, wie wir da unten zu dem Stern hinkommen. Sind wir fail oder haben wir was übersehen oder so? Da war nichts drin für mich. Da war auch nichts drin, ey, diese scheiß Felsen. Ach, hier sind noch Menschen. Ach, diese Typen, ey, die können echt nichts. Oh, nice, das sah cool aus. Ey. Nee, die slow nicht meine Attack-Speed, aber das kommt mir echt so vor. Man, ohne den Enrage-Mode kritte ich so gut wie nie, ey. Jetzt kritte ich natürlich wieder wie ein Monster. Ach so, hier geht's lang zu diesem Ding. Ja, komm mal erstmal hierher. Wieso? Was geht ab? Wir sind ein bisschen viele. Ach, du hast nur Angst alleine ohne mich, ey. Ja, ja. Alter, was drückt mir denn da gerade so übelst? Oh, oh, ich bin tot. Nein, tut dir was, das lohnt mich. Oh Gott, ey. Ich bin enraged. Oh, Alter, die Slow. Ey, ich muss unbedingt diese kleinen Dinger loswerden. Ich muss unbedingt diesen hier loswerden, ich bin voll. Okay. Hau die Healpots rein. Dann ja, mach ich das schon. Oh Mann. Dao Duel ist gleich kaputt. Gott sei Dank, Alter, da wo du. Oh, der hat mich die ganze Zeit verfolgt. Warum der postet mich immer? Nervt mich voll. Koskul, das ist auch noch ein Champ. Ja, ach was? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, hier wäre nur der Große. Mann, sowas liebe ich, ey. Muss auf den Sack geben hier, ey. Ey, die Typen reden, ne? Und wir kriegen was von denen. Welche Typen? Ja, der eine mit dem Fragezeichen, der hat eine Belohnung für uns.
Eine geile Axt hat er und eine geile Einhandwaffe. Puh, schon wieder was zum Identifizieren, aber hey, der Affenklapper hat nichts dabei. Aha, aha. 104 Damage. Ich tausche das aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt Fail ist. Hat 112. 97 sind nochmal Eisschaden drauf und der hat ja noch einen Bonus drauf. 50% Schaden beim Nebenzielen. Übermittelt 30 Körperschaden für 5 Sekunden. Plus Eisschaden. Ach lol, bin ich behindert? Ich bin so richtig behindert. Komm ey. Nur wegen dem scheiß Stein da drauf. Den Stein muss ich dann noch, aber nochmal runterholen. Ich glaube, das kann man irgendwo. Diese Kette kommt weg. Okay. Ach. Jetzt habe ich wieder eine. Jetzt habe ich wieder eine Faustwaffe und ich kann skillen. Ich skill wieder die Länge des Dings. Enrage Modes. Und 5 auf Crit-Chance. Vielen Dank, dass ihr zu uns zu Hilfe gekommen seid. Wir wurden aus Zerypesh in der Knochenwüste hierher gesandt und sollen den Seraphi die Hilfe der Esterianer im bevorstehenden Krieg gegen die Ezororie sichern. Großregent Eldrain erlaubt uns, die Raureifhügel nach dem goldenen Zahnrad zu durchkämmen. Und wir hatten unsere Suche auf diese Gegend eingegrenzt, als wir von Goblins angegriffen wurden. Jetzt sind wir zu schwer verletzt, um die Suche fortzusetzen. Könnt ihr uns unterstützen? Durchsucht die Raureifhügel nach 3 Komponenten. Dem Wappen der Teiche, dem Wappen der Flüsse und dem Wappen der Gezeiten. Bringt sie mir und ich werde euch im Namen des Volkes der Seraphie belohnen. Das wird doch gemacht. Glatt gemacht. Warte mal. Guck mal. Was denn? Ja, die ich da hingesetzt habe, diese Spinnen da. Wo? Ach, die laufen dir auch hinterher, ne? Weiß ich nicht. Hast du immer 3... Ja, die laufen dir hinterher. Hast du immer 3 gleichzeitig oder kannst du auch mehrere? Ach, die sterben nach einer Zeit. Ey, siehst du die ganzen... Ich glaube, ich habe eine 3. Siehst du die ganzen Sterne auf der Map? Ja. Dann mal zu. Das ist unser Job. Oh Mann, mir läuft schon so viel hinterher, ey. Ja, ist doch Hammer. Aber die sterben nach einer Zeit anscheinend. Ja, ja, die halten nicht lange. Ich habe die auch erst einmal geskillt. Boah, der ist slow, ey. Guck, da sind sie gelaufen. Hey, ich hab die schon gesehen. Eben schon. Ey, die slowen alle, das ist übel für mich. Ey, hier sind... Oh. Hier sind wir irgendwie am falschen Ende, wa? Lol, warum wird meine Minimap nicht mehr angezeigt? Da ist sie, ey. Ich hab mich schon gewundert. Hier ist irgendwie nix. So. Lol, das Ding kann sich... Wer seid ihr und was wünscht ihr? Das Ding kann sich porten. Da müssen wir rein. Schwarzfußbrigant. Oh, nice. Irgendwie kann man die Dinger halt... Die Häuser kann man anzünden und dann... kommen die raus. Nice. Eine Falle? Da auch. Die Bombe. Oh. Oh, ja. Direkt rein. Du läufst auch noch direkt rein, ey. Noob. Ja, war echt schlecht.
16 bis 18. Lass mal erstmal draußen, komm mal wieder raus. Lass mal erstmal draußen clearen. Weil 16 bis 18, mal gucken, ey. Aber wir sind bis jetzt immer in Dungeons gegangen, die ein oder zwei Level höher waren als wir. Jo. Welches Level haben oh, wir? Oh, den habe ich mit der Waffe habe ich ihn im Bauch gekrittet, ey, so einen Haken gezogen und ihm 140 gekrittet und er ist zerplatzt, ey. Ich habe deren Haus wieder zerbrannt. Zerbrannt. Zerbrannt, Alter. Oh mein Gott. Hier gibt's noch mehr von denen. Okay. So, ja, dann lass uns mal rein. Welches Level sind wir denn überhaupt? 14. 14. Ja, dann go. 2 bis 4 Level höher, was soll's. Wir klatschen sie um. Das schaffen wir schon, ja. Ja, schon. Oh, die beißen. Mein kleines Monster hat ja, also mein Tier hat ja eine Chance zu stunnen. Ja. Durch ein Amulett, glaube ich, was ich ihm gegeben habe. Hm. Das war's? Ne, hier geht's weiter. Oh, hier ist ein Obermacker. Kyrdrick, der Zermalmer. Der zermalmt auch nicht schlecht. Aber gleich bin ich enraged, dann zermalm ich ihn. Mach was. Lol, die ist noch so ein Macker. Brutus, der Zertrümmerer. Nimmst du auch deine Healpots? Na klar. Aber wenn ich den ganzen Damage abkriege? Was? Du und Damage abkriegen, Mann? Du heilst dich bloß nicht. Hast du irgendwas zum Heilen außer deinen Bob? Mann, natürlich heil ich mich. Mit Trinken. Ja, siehst du, ich hab Crit. Da war ja dieser Heal halt. Ne, das geht schon ab. Mhm. Gefunden. Aktive Quest. Ich hab dieses Ding gefunden. Lol. Oh. Keine Ahnung. Also doch, klar habe ich eine Ahnung, wo ich es gefunden habe. Da in der Ecke liegt so ein grüner Trank. Lag bei mir eben. So, habe ich irgendwas Cooles gefunden? Bei mir liegt hier irgendwie nichts. Okay, eine Knarre, die brauche ich nicht. Die muss erst wieder identifiziert werden. Auch. Was hast du gefunden gerade? Wie hieß das? Eine verdächtige Flasche mit Lotion. Ne, ich muss sie noch finden irgendwo. Aber ich habe einen Schlüssel gefunden, du auch? Ne. Aber ich habe die Flasche auch noch nicht. Ja, vielleicht hat man das zusammen. Und hier ist so ein Typ. Ne, hat man ich nicht. Ey, der möchte uns was überreichen. Ey, die Boots sind nicht schlecht. Bei mir ist gar nichts gut, ey. Ja gut, die Boots sind so naja, aber ey. Nee, aber ich muss die Flasche noch finden, das steht da oben. Bei mir jedenfalls. Oh, was ist ja hier denn los? Du musst die Flasche noch finden? Ja. Muss ich denn noch irgendeinen Ring finden? Wo hast du den denn gefunden? Ich habe einen Schlüssel gefunden, der lag hier. Hier ist noch so ein Typ drin. Der uns nochmal was über Dankbarkeit und sowas vertellen will. Hm, wo ist denn so eine Flasche? Ja, wir müssen weiter runter. Warte, warte. Mann, ich muss so viel identifizieren, ey. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich den
Hut genommen habe. Aber warum habe ich jetzt diese Flasche nicht? Ach, diesen Dings, den Schlüssel nicht. Das ist ja wohl ein Abfuck. Ah, ja, wir müssen ja beide noch was finden. Da waren noch welche. Hello. Ah, hier ist schon wieder so ein Typ, Alter. Nee, was ist das denn für einer? Ein Verzauberer. Da. Oh, ich bin euch so dankbar. Ich dachte schon, ich würde nie wieder etwas verzaubern. Also, als ihr überfallen wurde, war ich auf dem Weg zur Enklave der Esterianer. Sobald ich meine Sinne wieder beisammen habe, werde ich mich dorthin begeben. Kommt doch mal vorbei und besucht mich. Ihr habt an Ruhm gewonnen. Tja, Ruhm erhöht, ne? GG. Ich dachte gerade, dass ich einer von diesen komischen Skeletten bin, ey, weil ich auch so aussehe. Ach, hier kann man nicht runter. Oh mein Gott. Ach, das sieht man auch auf der Minimap, ey. Fail-Aktion. KK. Oh, ja toll, jetzt habe ich diese Flasche nicht. Und du den Schlüssel nicht. Vielleicht zählt das zusammen. Nee, bei mir steht doch hier oben. Null Flaschen gefunden. Ja, aber vielleicht sind die bei einem anderen Stern. Ja, das kann sein. Warte mal, ich muss auch mal skillen. Wann kann ich denn diesen Jump benutzen? Weil den auch auf 21. Kann man hier durch? Nee, nirgendwo, da müssen wir wieder da unten durch. Ey, GG. Ah, nee, hier. Okay. Unsere Viecher kriegen es nicht geschissen, ey. Ja. Komm schon nach. Nee, die sind da immer noch. Oh, eine beißende Truhe, ey. Oh, hier, hier, hier. Hier hoch. Armes Pixie. So, damit habe ich das Wappen der Gestohlenen oder so ein Kram. Hallo. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich glaube, ich habe den Schlupfwinkel des Alchemisten gefunden. Hier in den eistiefen Höhlen. Direkt hinter dem Eingang habe ich eine Notiz entdeckt. Darin ist davon die Rede, die Mine bei Torchlight zu betreten und Ordraks Herz zu holen. Ich wollte tiefer in die Höhle nach weiteren Aufzeichnungen schauen, aber mit den Kreaturen dort werde ich nicht fertig. Die restlichen Notizen des Alchemisten wären wahrscheinlich sehr hilfreich bei der Suche nach einem Weg, ihn aufzuhalten. Dieses Schriftstück trägt die Nummer 4. Es dürfte also 3 weitere in den eistiefen Höhlen geben. Ja, lass mal erstmal hier draußen gucken, ob ich sie noch irgendwas gift. Mhm. Mana-Schrein, hier oben gibt's halt Truhen, ne? Oder eine Truhe. Ah, eine beißende Truhe, ey. Hier kommt man nicht runter. Oh.
Oh, leck. Bei mir auch. Ist auch schon. Jo. Ja, jetzt kommt er hier. Graschmur oder Gasmur. Okay, Leute, damit haben wir den Gasmur gelegt. Ich würde sagen, nach das Herz des, wie heißt der Typ? Steht das hier irgendwo? Naja. Keine Ahnung. Irgend so ein Herz und so einen Typen müssen wir uns ja noch krallen. Leute, ich würde sagen, diese Aufnahme stoppe ich wohl erstmal. Man sieht sich demnächst. Ich hoffe, ihr verfolgt dieses Let's Play. Haut rein, macht's gut.